Nichts steht zwischen mir und Sokrates, weil es kann gar nicht zwischen mir und Sokrates stehen. Es können Dinge oder die tun stehen oder bewegen sich zwischen zwei Körper, zwischen zwei lebendige Menschen. Und das ist auch gut so. Man kann sich zum Beispiel zuprosten, man kann etwas entgegenhalten, man kann sich etwas reichen oder man kann etwas gemeinsam unternehmen, körperlich. Außerdem gibt es Luftmoleküle, es gibt Viren und Bakterien, die zwischen uns fluktuieren. Luftvibrationen, akustische Vibrationen zwischen mir und Sokrates in so eine Art imaginärer Negativraum. Also in dem Sinne ist es kein Raum. Ja. Ich muss mich manchmal schön wundern, dass meine Bilder so aussehen, wie sie aussehen. Nicht, dass ich sie nicht gemacht hätte, aber ich bin mir nicht immer bewusst über alle Vorgänge, die während dem Malen von sich passieren. Dieses Bild zum Beispiel sollte ein Bild sein, auf dem ich und Sokrates einander zuprosten, nämlich mit Rotwein oder Schierling. Man weiß es jetzt nicht, eine Flüssigkeit, also zwei Gläser, eine Flüssigkeit. Und das Bild sollte heißen, nichts steht zwischen mir und Sokrates. Und irgendwann einmal habe ich bis in die frühen Stunden gemalt und bin nach Hause gegangen. Am nächsten Tag musste ich schön schauen, auf dem Bild wimmelte es an Möpsen. Es waren 6, jetzt sind 5 geblieben. Ein Mops war hier an dieser Stelle. Und statt dem Schierlingglas war der Schädel von Mörik entstanden. Und also musste das so eine Art Hamlet-Bild werden. Sokrates verschwand allmählich. Zum Teil sind es bewusste Entscheidungen, zum Teil aber eben nicht. In diesem Sinne ist es immer eine schöne Überraschung. Zunächst einmal sollte das ein Mann und eine Frau sein. Der Mann war ungefähr an dieser Stelle, wo jetzt die zwei Hunde sind. Er hatte eine Lederjacke an, an die ich sehr lange gearbeitet hatte. Und die sah richtig lebendig, leuchtend aus. Doch irgendwie am gleichen Tag hatte ich ein Gespräch mit der Philosophin Katharina Zagrafke und die sagte, Mann und Frau gibt nichts mehr her als Thema. Es ging um Bücher, um Themen. Und ich weiß nicht, aber das ist mir so hängen geblieben. Also es verändert sich alles ständig, es ist in Bewegung. Öfters habe ich Bilder für fertig erklärt und dann habe ich alles wieder relativiert mit einem Lichtstrahl, weil ich mir irgendwie inzwischen bin ich überzeugt, dass das eine gute Methode ist, weil die Lichtkomposition sich über die Komposition der Gegenstände oder Objekte oder Personen drüber stülpt als etwas Übergeordnetes und alles noch einmal in seinen Bann, also der Lichtstrahl nimmt noch einmal alles in seinen Bann und macht einen barocken Wirbel draus, ja, möglich ist es.